Hallo meine lieben Überlebenskünstler und Wiederaufbaustrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Surviving the Aftermath. Ja, wir bauen momentan Notunterkünfte und sammeln auf der Welt Zeug ein, als ob es kein Morgen gäbe. So, wo sind wir denn jetzt gerade eben? Hier kann sie eigentlich nur noch diese medizinischen Sachen holen. Moment, lauf mal dahin, Mädel. Ja, ja, cheerio. Düdüdü. Ja, und du sollst damit hier weitermachen, auch wenn du damit noch locker flockig 3 Runden beschäftigt bist. So, was machen wir mit ihr? Sie schicken wir, würde ich mal einfach mal sagen, wirklich langsam gen Heimat. Denn sie hat eine Menge Metall dabei und es wäre so schön, dieses Metall zu haben. Aber auf der anderen Seite, wenn man bedenkt, wie viel ein Haus kostet, da wird einem wieder ganz, ganz schnell klar, dieses Metall, das ist im Grunde eigentlich nach einem Ausbauen schon wieder weg. Also man kann, glaube ich, es vergessen, alle Leute wirklich komplett zu versorgen mit den 2-geschossigen Häusern. Das ist absurd. Das kriegt man nicht hin. So, Freundchen, wo gehst du denn jetzt noch hin? Da oben gäbe es noch Klamottage. Das Risiko gehe ich ein. Er hat noch ein paar Lebenspunkte. Er gönnt sich jetzt hier noch diese komischen Komponenten. Sie gönnt sich hier das Essen. Da ist hier noch mal ein paar Runden beschäftigt damit. Und ansonsten haben wir jetzt noch dich. Stimmt, ich wollte eigentlich mit ihm da weiterlaufen. Egal, jetzt ist es. Jetzt habe ich es eh schon verkackt. So, zurück ins Dörfili. Wir bauen jetzt hier immer noch gerade eben Notunterkünfte. Das hat trotzdem nirgendwo hinreichen. Ne? Wir haben hier wieder Leute aufgenommen, jetzt haben wir wieder Obdachlose, das ist Shepard. Ich kann bloß hoffen, dass unsere Nahrungsversorgung hier auf jeden Fall Spaß macht. Was wir jetzt auf jeden Fall tun werden, ist, sobald wir die Ressourcen dazu haben, auch mal... nee, nicht die Werkstatt, ich wollte das da hier anklicken. Werden wir uns die Kantine gönnen. Die Kantine macht hoffentlich ganz, ganz toll Nahrung. Hat auch schon jemand geschrieben, dass das Ding sich lohnen würde. Und deswegen möchte ich das gerne hier hingeplantet haben. Ja, so. Genau, wir bauen das Ding dahin. Wir werden eh noch ein paar Orte bauen müssen. Ich weiß bloß nicht, ob wir dann das dann noch brauchen. Derzeit produzieren die hier Nahrung. Machen wir die Priorität hier auf Mittel. Oh cool, und jetzt sind nur noch 24 Leute obdachlos. In Betonung auf nur noch. Ja, dann wird es Zeit, dass wir das vielleicht nochmal ein bisschen ändern. Können wir noch normale Wohnhäuser? Ne, das wird im Metall mit involviert. Wir machen weiterhin Notunterkünfte, ne? Ist ja nicht zu ändern. Wenn wir nicht wollen, dass die Leute hier quasi auf dem nackten Boden schlafen, müssen wir hier diese Gebäude bauen. Im Grunde so eine richtige Zeltstadt. Naja, was heißt Zeltstadt? Das sind Zelte, Baracken, Hauptsache, du bist nicht Wind und Wetter ausgesetzt, ne? So, baut mal schön weiter, Freunde. Wir haben jetzt schon 124 Leute. Also ich persönlich, ich wollte noch mal so ein bisschen so konstruktive Kritik äußern, was die Kolonisten angeht. Mir persönlich sind diese Kolonisten derzeit einfach individuell zu unwichtig. Für so ein, also da müssen sie, wie gesagt, ich gehe davon aus, sie machen das, keine Sorge. Das ist ja Early Access, ne? Das ist mir alles klar, Leute. Ich diskutiere immer innerhalb von Early Access, bevor es hier wieder Kritik kommt. Was die Entwickler tun müssen, aus meiner Sicht, ist, in einem solchen postapokalyptischen Spiel sollte der Einzelne, wie ich finde, durchaus eine größere tragende Rolle spielen können oder vielleicht sogar müssen. Was wir derzeit haben, ist einfach so eine gewisse Schwemme an Leuten, die im Grunde immer kommen. Bis jetzt, also, es scheint so zu sein, dass die Ressourcen limitiert sind, aber nicht die Menschen. Was in gewisser Weise irgendwie ein bisschen unlogisch ist, denn wenn wir so viele Menschen haben, können wir auch ohne Probleme Rohstoffquellen wieder erschließen. Ne? Also da wird es sicherlich irgendeinen geben, der weiß, wie man
keine Ahnung, Schürft oder sowas in der Art und Weise, wie man einen Tunnel gräbt und so. Da kommst du ja theoretisch auch wieder an Metalle ran und so. Also du wirst diese Leute haben, du wirst dieses Wissen im Zweifelsfall aus Büchern ziehen können. Und da bin ich auch der Meinung, dass einzelne Charaktere, die bis jetzt hier wie zum Beispiel Alfie einfach nur einen Namen haben, die sollten sich meiner Meinung nach entwickeln können. Also ich bin der Meinung, dass diese Figuren in gewisser Weise, sie müssen leveln können, sie müssen Skills haben. Sie müssten vielleicht gut sein können, eher in solchen Dingen, also in, zum Beispiel im Bereich Ackerbau, oder sie sollten gut sein in Dingen wie Elektrotechnik, um sowas zu bauen. Versteht ihr? Das würde dem Spiel Tiefe verleihen. Die fehlt mir derzeit noch ein bisschen. Und das wäre dann auch deutlich tragischer. Ich warte mit ihm nochmal ganz, ganz kurz. Und das wäre auch deutlich tragischer, wenn dann so jemand verhungern würde. Wisst ihr? Da würde ich sagen, oh nee, das war mein bester Farmer und so weiter und so fort. Das ist das, was ich persönlich wichtig fände. Was insgesamt auch in der Apokalypse, sage ich jetzt mal, in solcher Situation, wo Menschen eigentlich knapp sein sollten. Weil das ist ja normalerweise eigentlich der Sinn der Apokalypse, oder was heißt der Sinn? Die Erkenntnis der Apokalypse, dass der Einzelne doch zählt. In der, unserer heutigen Zeit, wo wir im Grunde auf 8 Milliarden Menschen zugehen, wenn wir es nicht sogar schon sind, hat man ja so das Gefühl, dass Menschen austauschbare Ware sind, bis man sich quasi darüber im Klaren wird, eigentlich, dass das nicht der Fall ist, sondern dass jeder Mensch eigentlich dann doch individuelle Skills mitbringt, die zwar jetzt für eine einzelne Aufgabe durchaus substituiert werden können durch andere Personen. Aber wenn du sein gesamtheitliches Wirken in Betracht ziehst, dann wirst du feststellen, dass er wichtig ist, dass er dann doch eine tragende Rolle in irgendeiner Art und Weise einnimmt. Im Grunde so, wie es jetzt hier weitgehend die Spezialisten machen. Aber die Spezialisten sind aus meiner Sicht eigentlich auch in gewisser Weise austauschbar. Denn bis jetzt habe ich einfach nur ganz, ganz selten das Gefühl, dass ich jetzt ganz, ganz dringend hier Carol brauche, um zum Beispiel irgendwelche Räuberbanden in den Banditenversteck auseinanderzunehmen. Wenn sie halt mal Verteidigung 5 haben, dann brauche ich sie, damit es eine realistische Chance wird. Aber alles andere können auch die anderen erledigen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist noch zu austauschbar. Die sind einfach nicht besonders derzeit. Und das gilt sowohl für die Dingens, als auch also für die Spezialisten und insbesondere natürlich für die normale Bevölkerung. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass die normale Bevölkerung auch Skills haben sollte und sich nicht quasi von den Spezialisten dadurch unterscheiden sollte, dass die halt quasi wirklich austauschbares Massenvolk sind. Was, wie ich finde, durch die repetitiven Bilder halt auch noch ein bisschen verstärkt wird. Also da entwickle ich einfach keine Sympathie zu diesen einzelnen Leuten, sage ich jetzt mal. Meine, die hier zu verlieren, das tut weh, weil die brauchen wir, um hier draußen rumzulaufen, aber auch die sind austauschbar. Währenddessen die Menschen halt innerhalb unseres Ortes halt, ja. Man kann es Roleplay-technisch dann sehen, wenn jemand stirbt, oh nein, das war schlimm. Aber ganz im Ernst, wenn man das hier rein strategisch spielt, kann man auch einfach sagen, quasi solange die Kolonie überlebt, sind 40% Ausfallrate okay, weil die kommen ja eh wieder nach. Versteht ihr, was ich meine? Und das sollte nicht sein. Also ich kritisiere, dass das der Fall ist, dass man so spielen kann. Weil Menschen sollten knapp sein. Ist meine Meinung. Bin gespannt, was ihr darüber zu sagen habt. Und jetzt bitte keine Argumente von wegen so, ja, das ist bestimmt schwer umzusetzen. Nein, ist es nicht. Es gibt Spiele, wo die, wo diese einzelnen Typen wie Leo zum Beispiel, der nicht mal Nachnamen hat, theoretisch Skills haben. Wie gesagt, er könnte besser werden, indem er quasi diesen Job hier länger macht und so weiter. Und er könnte von Anfang an hier schon ein Jobprofil haben. Es gibt Indie-Spiele Leute, die das schon machen. Ich möchte gerade eben nochmal, wie hieß das Spiel nochmal, das so ähnlich ist wie Faster Than Light. Also es ist nicht Faster Than Light, das habe ich neulich gebracht. Ich habe das Spiel, dessen Namen habe ich auch schon wieder vergessen. Aber das Spiel hatte genau diese Features. Das war irgendwas mit Far From Earth oder sowas in der Art und Weise. Also so ein Weltraum-Strategiespiel, das ähnlich wie Fast and Light war. Da hat jedes einzelne Besatzungsmitglied im Grunde Skills. Und da kannst du auch ein paar Leute haben. Gut, jetzt nicht 100, aber trotzdem. Das sind einfach bloß ein paar Daten, die miteinander verrechnet werden müssen. Das dürfte rein rechnerisch eigentlich schon gehen.
und sollte meiner Meinung nach auch rein rechnerisch gehen. So Leute, wir haben, so wie es aussieht, keine Obdachlosen mehr. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir bloß noch hinbekommen, dass die Leute noch Werkzeuge haben, denn die haben alle keine Werkzeuge. Hab ich eigentlich eine Werkzeugmanufaktur? Wahrscheinlich nicht mehr so sehr. Nein, ich wollte das hier anklicken. Jemand von euch hat gesagt, ich sollte vielleicht hergehen und in der Nähe von diesen Sachen hier Lagerhäuser bauen. Mache ich nicht und ich erkläre ganz genau, warum ich das für nicht besonders sinnvoll halte. Klar würde der Weg ein kürzerer sein, die Sachen dann ins Lagerhaus zu bringen. Das Problem ist bloß, das Zeug dann quasi wiederum von dem Lagerhaus hier runterzubringen, ist dann wiederum genau der gleich lange Weg. Man kann argumentieren, klar, dieser Arbeiter hier, der trägt jetzt gerade Zeug, obwohl er abbauen sollte. Ne? Kann ich absolut nachvollziehen, diese Situation. Aber ich glaube, es wird nicht nennenswert schneller. Vor allem in einer Zeit, wenn vielleicht mal wieder Kolonisten, die tragen können, knapp werden. Also wenn dann Träger knapp sind, dann ist diese Strategie wiederum ziemlich unsinnig. Und ich persönlich glaube einfach, dass wir halt einfach zu oft jetzt inzwischen in dieser Situation unsere Position wechseln müssen, um den letzten Rest hier abzugraben, als dass es Sinn machen würde, jetzt hier diesen Aufwand zu betreiben und dann für teuer Geld, gut, eine Lagerhalle kostet nicht viel, aber halt einfach quasi, keine Ahnung, lass es jetzt einfach mal hier so ein allgemeines Lager sein, da hinzubauen oder ein Lagerhaus. Ich denke, das bringt es einfach nicht so richtig. Wobei, eine Sache könnte ich gucken, ist das Ding instant da? Weil wenn es nämlich instant da wäre, dann würde sich die Situation natürlich dadurch nochmal verändern. Nee, guck mal, man muss es halt auch erstmal bauen. Wir probieren es jetzt halt einfach mal. Also ich probiere es, aber ich glaube nicht, dass sich die Situation an der Baustelle nachhaltig verbessert, weil das Zeug hier von da oben dann trotzdem erst noch runtergebracht werden muss. Und meiner Meinung nach ist es vielleicht sogar unter Umständen kontraproduktiv. Warte, nee, ich reiße es doch wieder ab. Ich halte es für kontraproduktiv. Und zwar, die transportieren die Sachen ja nie von da oben wieder weg. Wisst ihr, was ich meine? Ah doch, ich baue es nochmal. So, komm, wir probieren es. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ihr merkt es vielleicht gerade eben. Man könnte die Sachen hier sammeln und dann hoffen, dass die ganzen Leute das hier einfach einfangen. Ich erkläre es gleich, nachdem wir das hier gemacht haben. Ich lasse jetzt nur ihre... Wow, Teile. Cool. Wir könnten erstmal den ganzen Kram hier sammeln. Ja, das können wir mal probieren. Vielleicht hat der Tipp ja doch recht gehabt. Und wenn alles dann auf diesem Lagerhaus ist, das Lagerhaus abreißen und dann kommen eventuell hier die Träger und tragen das alles dann in die anderen Lagerhäuser runter. Das wäre jetzt so der Gedanke. Auf den würde ich mich einlassen. Das wäre nützlich. Das würde die Sache praktisch gestalten. Aber sie einfach bloß dann irgendwo random auf der Karte liegen haben, das ist wahrscheinlich weniger sinnvoll. So, jetzt hast du das hier alles. Ja, du machst dich auf dem Heimweg weiterhin. Ja, komm, lauf. Ja, sie hat auch schon jetzt eine Menge Zeug. Sie geht jetzt auch nach Hause. Auch schon viel zu verletzt. Du nimmst dir noch die Bretter mit. Außerdem kann man hier noch rumforschen. Das ist jetzt einer der letzten Orte, wo es Sinn macht, sich noch umzugucken. Don't die. Sehr gut. Müsst ihr eigentlich noch überleben. Au. Er hat aber auch den Rest jetzt rausgeholt. Du holst jetzt hier noch den Rest von dem Essen. Und jetzt haben wir weitgehend den Rest vom Schützenfest hier eingesammelt. Der uns hier irgendwie noch ja, mehr frei zugänglich erschien. Ne? Das meiste ist jetzt eigentlich in der näheren Umgebung weg. Jetzt können wir wirklich nur noch hier wieder Banden attackieren. So ein Spaß. So. Komm, jetzt baue ich diese Lagerhalle. Dude. Auch mal echt eine Weile dafür. Komm, wir gehen mal auf Geschwindigkeit 2. Das ist lustig, ne? Dass diese Lagerhalle dann tatsächlich keine Materialien braucht, obwohl man meinen könnte, es braucht Bretter, aber es braucht keine Bretter.
Baut mal schneller, ey, ist der Wahnsinn. Okay, jetzt haben wir das Ding hier. Wie gesagt, wir können jetzt hier theoretisch die Arbeitszone hier direkt noch definieren, natürlich von dem Teil. Kann man jetzt aber mal sagen. Und dann dürften eigentlich jetzt Leute dann da hinlaufen. Hoffen wir mal, dass das was taugt, ne? Wie gesagt, also meine Hoffnung ist halt, dass ihr dann, wenn man den ganzen Kram dann abreißt. Ich probiere das jetzt mal. Wenn ich jetzt das hier abreiße, dann müsste das Zeug jetzt hier rumliegen und sie müssten das jetzt alle hier in diese anderen Lager rüber transportieren, ne? Also wie gesagt, vielleicht ist das der Gedanke, der hinter dem Tipp da gerade eben gestanden hat. Na, ihr seht, die tragen das jetzt hier alles so nach und nach weg. Wo tragen sie es hin? Hoffentlich hier hin. Ne, die tragen das jetzt alles da hoch. Das war jetzt aber nichts in der Übung. Okay. Das halte ich jetzt gerade für ziemlich sinnbefreit. Na gut, ich baue da oben auch nochmal eins hin. Was soll's. Elfi ist jetzt erwachsen. Cool. Elfi wurde auch von einem Asiaten zu einem Europäer. Oder haben wir mehrere Leute, die Elfi heißen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der letzte Elfi, den ich halt angeklickt habe, ne? Oh nee, das ist zu gefährlich. Das sah gerade eben noch machbar aus, aber das ist nicht machbar. Hier gäbe es noch ein paar wenige Sachen, die man probieren könnte. Kann ich nicht wagen, der ist zu verletzt. So. Du bist jetzt hier auch im Start. Vor allem für den Heimweg. Man sieht halt wenigstens, was die Leute alles hier so mit sich rumtragen. Na komm, you can do it. Cool. Dann holst du jetzt noch die restlichen Bretter. Und schaust dich dann in der nächsten Nummer hier mal um. So, du musst jetzt auch wieder zurück. Ich würde mir wünschen, dass diese leergeräumten Sites hier dann einfach nicht mehr da wären. Mich stört einfach dieses Signal roter Totenkopfgedöns, ne? Also das sind so Sachen, die mir dann halt sofort, oh Vorsicht, nee, ist ja totaler Quatsch, mir so ins Auge springen, wisst ihr? Da sollte man eventuell ein bisschen übersichtlicher gestalten können. Und wenn es bloß optional wäre. Oh, ach ja, das war Elfi. So, wir haben jetzt hier diesen Zementdingens da leer. Machen die hier oben weiter. Jetzt haben die alles dahin gepackt. Keine Ahnung. Lassen wir sie einfach mal machen. Lager ist voll. Okay, wie gesagt, wir müssen ein zweites Lager jetzt gerade immer richten. Machen sie ja jetzt auch schon hier. Irgendwo. Genau hier. Läuft jetzt gerade eben nicht so wie geplant, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber dadurch haben wir jetzt hier vielleicht noch mal ein bisschen Raum gewonnen. So, das ist der Förster, den schlachten wir jetzt auch mal aus. Den brauchen wir hier nicht mehr. So, wir gehen jetzt mal wieder mit der Geschwindigkeit runter. Ich möchte jetzt mal so ein Denkmal planten. Hier wäre eigentlich genau der Ort dafür. Aber vorher möchte ich mehr Wasser speichern können. Also ich möchte dieses Zentrum hier einfach überarbeiten. Großer Wasserturm hat eine Kapazität von 1500. Machen wir einfach mal einen hier hin. Hier stört der nicht. Mittendrin. Eine Menge Metall. Wir schlachten jetzt den hier aus, dann verlieren wir halt einen Teil unseres Wassers, aber wir bekommen einen Teil des Metalls wieder. Ja, genau genommen können wir das sogar mit beiden machen. Und hier wird gerade eben noch jemand behandelt, so wie es aussieht. So, unser... Ja, oh, das Lustige ist, guck mal, wir können Wasser speichern. Ah ne, jetzt ist es weg. Das war gerade eben ein lustiger Bug. So, umherziehender Händler. Oh, wir würden jetzt Karotte für 9 Teile bekommen. Ja, das machen wir. Cool. Was kann denn die Karotte so?
Die Karotte wächst schneller, aber niedriger Ertrag. Ja, hier haben wir Kartoffeln. Och, und schon wieder suchen Überlebende Schutz. Seht ihr, was ich meine? Das sind einfach riesige Horden von Menschen. Riesige Horden von Menschen. Und ich finde, die sollten halt knapper sein. Ich finde es okay, wenn mal 3 oder 4 kommen oder so. Wisst ihr? Das macht Sinn. So, jetzt machen wir hier mal einen größeren Bohrturm, wie ich gerade eben feststelle. Einen Bohrturm, der uns Wasser organisiert. Das schlachten wir auch aus. Mal Pause. Nee, wir müssen das kurz laufen lassen. Ich will jetzt hier diesen Bohrturm machen. Dann einer hohen Prio. Ja, jetzt kommen natürlich gerade eben wieder Leute. Das hat sich natürlich jetzt wieder gelohnt für uns. Geilo. Ausgerechnet, jetzt kommen Leute. Also was wir echt machen müssen, sind Wasseradern planten in gewisser Weise. Sonst ist das irgendwie auch so erschreckend sinnlos. Das schlachte ich jetzt auch aus. Die sind jetzt hier wieder am Start. Du holst jetzt hier das nochmal raus. Du gehst hier weiter. Müssen wir bloß hoffen, dass wir jetzt hier nicht verdursten, ne? Nur weil ich jetzt gerade wieder Leute reingelassen habe. Genau, sieh dich mal um. Wieder nur Wissenschaft. Das haben wir jetzt alles. Dann schicke ich ihn jetzt dahin, dann kann er das hier noch holen. Unser Elvis-Dude holt jetzt hier nochmal ein paar Komponenten. Und sie macht sich jetzt im Grunde auch auf den Weg nach Hause und nimmt unterwegs noch hier diese Medikamente mit. Forscher-Dude geht Forschungsunterlagen holen, der Satoshi. Und was mache ich denn jetzt hier noch? Ja, in die Richtung weiterlaufen. Wobei, sie ist noch ziemlich fit. Ich könnte versuchen, da oben auf die drauf zu hauen. Wir haben noch keinen Charakter gefunden, der so ein reiner Kämpfer ist, ne? Der einfach nur viel Feuerkraft hat, ne? Haben wir noch nicht gesehen. So, ich würde es jetzt bevorzugen, wenn wir mehr Wasser bekämen. Wir brauchen mehr Brunnen. Baut mal ein paar davon. Was sind nur Beton? Heißt, es ist gar kein Problem, diese Dinger überall hinzusetzen. Ihr seht, was ich meine. Ich spam die jetzt einfach in die Landschaft. Kostet nur ein bisschen Holz und ein bisschen Beton. Kann man einfach systematisch verteilen. Und schon hat man kein Wasserproblem mehr eigentlich. Müssen die Leute sich nur drum kümmern. Und mal die Prio hoch. Einzige, was jetzt halt lästig ist, dass ich jetzt hier die Dingens hier woanders, also zu weit weg geparkt habe. Das verlangsamt jetzt hier unser Zeug. Dann mal wieder Wassermangel. Naja, wir arbeiten daran, dass sich das hier schnell in Wohlgefallen auflöst. Systematisch bauen wir hier diese kleine Brünnchen. Genau da. Da auch noch einen hinmachen. Wie viel Wasser bringen die? 12. Also eigentlich müsste das kein Problem sein, sobald die jetzt hier mal gebaut wären. Wir erhöhen mal die Geschwindigkeit. So schnell verdursten die nicht. Hoffe ich mal. Yay, Emily ist erwachsen. Das Ding hier wird jetzt auch endlich gebaut.
Die Kantine. Bau abbrechen. Das bringt gerade eben nichts. Die müssen erstmal die anderen Sachen bauen. Beton fehlt hier momentan noch. Keine Ahnung warum. So, wo ist jetzt dieser zweite, den ich da geplant habe? Hier. Genau, die arbeiten jetzt hier schon in dieser Zone da, das ist gut. Ja, in mehreren Baustellen fehlen Ressourcen, das ist mir schon klar, aber der Zement wird abgebaut. Hier wurden schon mal 6 Zement jetzt geliefert. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt hier gleich hier geliefert wird. Wobei ja, wie gesagt, ich schon festgestellt habe, dass das Spiel irgendwie so ein bisschen ein Problem hat mit der Determinierung, was ist jetzt wirklich hier notwendig und was nicht. Also, das funktioniert im Early Access noch nicht so richtig. So, komm. Das wird jetzt ein bisschen Glück, ob sie das schafft. Ja, sie hat einen Schadenspunkt verursacht, Rupido. Ich verstehe aber noch nicht, warum sie da jetzt Kampfkraft 3 hat, wenn hier Feuerkraft 2 dran steht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach noch so ein bisschen unlogisch. Nice. Gefällt mir. Ich möchte, dass du das hier holst. So. Der braucht eine Weile, um das hier alles einzusammeln. Du sammelst das hier auch noch rein. Jetzt hätte ich gerne, dass du dieses Gelände hier mal in Augenschein nimmst. Uiuiui, gefährliche Zone. Dass du hier mal guckst. Mhm. Und du, ja, musstest wieder Richtung nach Hause laufen, ne? Boah, ist der Weg weit. Die ist schon weit weg, die Dame. Okidoki. So. Dann gucken wir mal weiter, wie es jetzt hier aussieht. Wieder 37 Leute, die obdachlos sind. Jawohl, der erste wurde gebaut. Ich, komischerweise nicht der, dem ich gesagt habe, er ist der wichtigste. Der zweite wurde gebaut. Wassermangel verabschiedet sich mit der Zeit. Hier können wir mal kommen. Wir machen mal Karotten hier rein. Nächstes. Dass wir einfach eine schöne Gemüseauswahl haben. Haben die jetzt hier schon wieder? Fette Beute, ja, lass es versuchen. Cool, ein verletzter Kolonist, aber dafür 3 Komponenten, das hat sich echt nicht gelohnt. So, jetzt muss nur noch, muss nur noch das Ding eigentlich mal jemand bauen. Wird auch jetzt gebaut, gut. Machen immer noch minus 25 Wasser. Fehlt noch ein bisschen Beton, obwohl es genug gibt. Ja, die ersten fangen jetzt an, hier Wassermangel zu entwickeln. Was? 3 Kolonisten starben jetzt schon an Durst? Okay. Aber seht ihr, was ich meine? Es ist völlig egal. Es ist einfach irrelevant. Selbst wenn es 23 Leute an Durst sterben, die anderen werden es nicht. Wir haben so viele Leute und die sind einfach so ein bisschen noch austauschbar, einfach alle. Und zu viele in gewisser Weise. So, seht ihr? Problem gelöst. Sind zwar 6 Leute an Durst gestorben, aber jetzt dursten sie schon nicht mehr. Lülülü. Wie gesagt, wenn man das Roleplay-technisch spielen würde, so mit dem Motto, oh nein, es darf gar keiner sterben. Klar, dann ist es schwieriger. Aber auch nur dann. Ja, du sammelst die Dinger jetzt zweimal ein. Und jetzt haben wir wieder Metall. So, ist mir egal, wie busy du bist, du machst das jetzt hier. Mhm. Ja, ein paar Verbrecher-Dudes.
Du holst hier noch mehr davon raus. Du holst jetzt hier noch die 3 und danach nochmal die 2. Du holst hier noch die restliche Wissenschaft raus. Cool. Du haust den hier nochmal auf die Plauze, was dieses Mal leider nicht klappt. Schaden hat sie genommen, nicht viel. Ich kann es trotzdem weiter versuchen, okay. Und jetzt machen wir wieder 18 plus. So, Moment, jetzt gehen wir wieder mit auf, runter auf Geschwindigkeit 1 und bauen jetzt hier mal. Ne, ich will große Wassertürme. So, wir bauen jetzt hier mal einen Wasserturm hin. Und bauen direkt daneben einen zweiten Wasserturm hin. Zwei große Wassertürme direkt hier nebeneinander. Ich weiß, das wird teuer, weil Metall haben wir eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, wo wir noch Metall hernehmen sollen, um zwei von diesen Wassertürmen zu bauen. So, das Ding ist jetzt hier auch schon leer, ne? Wo mache ich jetzt hier nochmal eine weitere Lagerhalde hin? Ach, das entscheiden wir beim nächsten Mal, liebe Leute. Die Folge ist leider vorbei. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.